Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ja ein bisschen direkte Platzverhältnisse, aber die Feuerwehr lebt immer in der Lage und wir arbeiten mit dem, was wir kriegen. Deswegen ist wichtig, dass wir hier eine Schneise frei haben und den hinteren Bereich auf dem Platz auch so ein bisschen frei haben. Aber ich glaube, hier an der Wand, links, rechts verteilt, haben wir ausreichend Platz. Vielleicht ein paar Rahmeninformationen. Also das, was die Jugendlichen hier vorführen werden, ist eine Übung nach Feuerwehrdienstvorschrift. Letzten Samstag wurden in Langenhagen die alljährlichen Wettbewerbe abgehalten und da konnte diese Gruppe in leicht veränderter Besetzung, Sie sehen, da ist einer ein falschen Klamotten zwischen, den ersten Platz der Feuerwehr in der Gemeinde Isernhagen erringen und darf im Juni dann auf Regionsebene in Lehrte an den Wettbewerben teilnehmen. Und ja, das ist ein Applaus wert. So, und letztendlich, das was gezeigt wird, ist ein Löschangriff mit 3 C-Strahlrohren, ein hier vorne angenommenes offenes Gewässer, ja, die Jugendlichen bauen eine sogenannte Saugleitung zusammen, mit der aus einem See, einem Teich, wie auch immer, Wasser gesaugt werden könnte. Das stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind soweit und ihr fangt an, wenn ihr soweit seid. Zu den Wettkämpfen angetreten. Übung durchführen. Wasseranlagestelle oben des Gewässer. Verteile an die markierte Stelle. Angriff zur Brandbekämpfung mit ersten Rohr zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor. 10 Leiter festzulegen. Auf die 3C-Rohre. Ich würde Ihnen schon nachfragen, ist der hier nicht mal so laut?
Genau, und deshalb, weil mal einer dazwischen quatschen kann, ne, so wie ich, ja, oder es an einer anderen Stelle ziemlich laut ist, ist es wichtig, dass die Kommandos laut und klar sind. Lauf kurz zur Brandbekämpfung mit dritten Rohr zum mittleren Brand, dass wir durch den Kriegtonne vor. Lauf kurz zur Brandbekämpfung mit dritten Rohr zum mittleren Brand, dass wir durch den Kriegtonne vor. Melder mit dem Verteiler. Melder mit dem. Alles Gute für die Region, Wettbewerbe, vielen Dank und allen noch viel Spaß.